kannst nicht raten wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Musst du so schreien? Oh Gott, alle Haare sind auf dem Schrubberbesen. Das tun wir doch jeden Morgen. Deswegen gestern Abend. Hast du dich entschieden? Ich habe mich entschieden, dass das alles nur ein schlechter Scherz war. Es war kein Scherz. Entweder trittst du als Klassensprecherin zurück oder Stolberg erfährt alles. Dass du zu spät gekommen bist, dass du das Kellerfenster kaputt gemacht hast und das Skelett kaputt gemacht hast. Zu gemein bist nicht mal du. Ach ja, und nicht zu vergessen. Die Petzold, die alles vertuscht hat, damit ihre Lieblingsschülerin nicht bestraft wird. Frau Petzold hat damit gar nichts zu tun. Und ob? Sie hat dich doch gesehen. Du. Na, vorsichtig. Ich kann auch gleich zu Stolberg gehen. Dann erzähl ihm bei der Gelegenheit auch gleich, wie du mich in der Toilette eingesperrt hast. Das interessiert doch niemand mehr. Von Fairness hast du noch nichts gehört. Ich bin fair. Immerhin lasse ich dir die Wahl. Entweder oder. Das ist Erpressung. Du hast bis heute Abend Zeit, zurückzutreten. Immer langsam. Das Induktionsgerät ist für den Unterricht und nicht für deine privaten Versuche. Ich mach's schon nicht kaputt. Ja, ja. Ah! Guten Appetit. Danke sehr. Och nee, und natürlich prompt auf die beschmierte Seite. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das macht das Brot mit Absicht. Warum? Na, weil das Brot immer auf die beschmierte Seite fällt. Wirklich? Nee, das war nur ein Scherz. Oder fällt es wirklich immer auf die beschmierte Seite? Das müsste doch herauszufinden sein. Hast du das Foto schon bei der Redaktion der Schülerzeitung abgegeben? Noch nicht. Katharina? Was hast du denn heute noch vor? Erstmal habe ich Geschichte bei Wolfert. Früh am Morgen ist das hart. Besonders, wenn man zu spät kommt. Hast du vielleicht Lust, später mit in die Eisdiele zu kommen? Wir beide? Ja, warum nicht? Nein, danke. Aber... du hast doch die Fotos von mir bekommen. Ja, und? Na, das war irre viel Arbeit. Wenn ich dir jetzt für dieses läppische Foto ewig dankbar sein muss, verbrenne ich es lieber. Ah, Dr. Stolberg. Grüß Sie. Habe ich doch wieder ein Klassenbuch für Sie. Vorsicht! Nicht unter der Leiter durchgehen, das bringt Unglück. Und sowas glauben Sie doch nicht etwa wirklich. Naja, ich habe gehört, das hilft auch, wenn man nicht dran glaubt. Naja, vielleicht haben Sie recht. Haben Sie schon was über das Kellerfenster und das ramponierte Skelett erfahren? Nee, noch nicht. Ich will die Sache ja nicht überbewerten. Dr. Wolferts These, dass wir hier im Internat in Anarchie und Gewalt versinken, kann ich beim besten Willen nicht teilen. Das sehe ich auch so. Dennoch sollten wir um Aufklärung bemüht sein. Das bin ich. Schon unserem guten alten Willi zuliebe. Holla, schon so spät? Stimmt, ich muss mich beeilen. Ha! Lassen Sie es mich wissen, wenn es in dieser Sache etwas Neues gibt. Das ist Erpressung. Nicht zu laut. Das habe ich Katharina doch auch schon gesagt. Und? Es lässt sie kalt. Jetzt will sie sogar Frau Petzold mit reinziehen. Ich muss als Klassensprecherin zurücktreten. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe aber keine andere Wahl. Was hat sie denn gegen dich in der Hand? Sie hat mich gesehen. Das kann jeder behaupten. Sie muss es auch beweisen können. Hat sie Beweise? Nicht direkt. Knochenwille ist kaputt. Das könnte jeder gewesen sein. Könnte, ja. Außer leeren Drohungen hat Katharina nichts auf der Pfanne. Es gibt also keinen Grund zur Panik.
Das heißt aber, ich müsste lügen. Nicht lügen, nur schweigen. In dem Fall wäre es doch dasselbe. Ziege. Du packst das, Nadine. Oder willst du, dass dieser arrogante Kuh mit ihrer miesen kleinen Erpressung durchkommt? Na, eigentlich nicht. Nein, du hast recht. Bingo. Der Lady zeigen wir ordentlich, wo der Hammer hängt. Mann, gib her. Hilfst dir doch. Ich hab echt keinen Bock auf blöde Spielchen, okay? Mann, was ist mit dir los? Nichts. Was soll sein? Du hast gespielt wie eine alte Oma. Na und? Man kann nicht jeden Tag gut drauf sein. Das ist aber eine ganz schwache Ausrede. Irgendwas ist doch mit dir. Ey, wisst ihr schon das Neueste? Die Geilwitz ist krank. Wir haben jetzt Freistunde. Was ist los? Brudi ist nicht gut drauf. Ist es wegen Katharina? Hat sie sich über das Foto beschwert? War es ihr nicht gut genug? Nein. Was dann? Ich wollte mit ihr in die Eisdiele. Und sie hat mich abblitzen lassen. Ich weiß es nicht. Wegen dieser Ziege verliert unsere Basketballmannschaft ihren zweitbesten Spieler? Sie ist keine Ziege. Da sind die meisten aber anderer Meinung. Na und? Ich nicht. Mensch, Brudi, such dir eine andere. Warum ausgerechnet meine Schwester? Katharina ist echt Stress pur. Ihr habt doch alle null Ahnung. Du bist ja übel drauf. Was jetzt? Wir müssen dafür sorgen, dass Buddy wegen deiner Schwester nicht mehr so durchhängt. Sonst verlieren wir unseren besten Mann beim Basketball. Unseren zweitbesten. Der Beste steht vor dir. Potsdam wurde im Jahre 993 zum ersten Mal in einer Urkunde von Kaiser Otto III. Genannt. Seit dem 12. Jahrhundert besitzt Potsdam eine eigene Burganlage. Und im 14. Jahrhundert ist die Stadt Potsdam dann im Besitz der Landesherren. Wer wählte Potsdam neben Berlin zu seiner Residenz? Tom? Friedrich Wilhelm I. Ja, sehr gut. Wer prägte das Stadtbild von Potsdam? Antje? Friedrich Wilhelm I. Naja, diesmal war Nachplappern ausnahmsweise mal richtig. Aber wer noch, Katharina? Wir befinden uns derzeitig in Potsdam. Nadine? Friedrich der Große. Ja, sehr gut. Und im Jahre 1945 fand dann in Potsdam im Schloss Sizilienhof die Potsdamer Konferenz statt. Großbritannien, die damalige UdSSR und die USA waren die Teilnehmer. Es ging darum, eine Übereinkunft zu finden, wie es denn mit Deutschland weitergehen sollte. Denn das, was geschehen war, sollte nie wieder geschehen. Ich kapier's nicht. Wir haben Freistunde und Buddy hängt voll durch. Wenn du mich fragst, hilft da nur eine Schocktherapie. Wer sich in Katharina verliebt, den schockt nichts mehr. Oh doch, wenn der Traum Wahrheit wird. Du willst die beiden verkuppeln. Meine Schwester und du bist verrückt. Wieso denn? Das ist die Idee. Wenn der Katharina erstmal am Hacken hat, wird er ganz schnell kapieren, dass sie keine Traumfrau, sondern ein Albtraum ist. Und wie willst du die beiden verkuppeln? Wir müssen ein Date organisieren. Ein Rendezvous. So was richtig Romantisches. Oh je. Jetzt wird's kitschig. Aber nur so funktioniert's. Katharina macht sich nichts aus Buddy. Wie willst du das ändern? Das ist die große Preisfrage. Wir müssen sie davon überzeugen, dass Buddy ein total romantischer Typ ist. Er kann ihr ja einen Schal stricken. Ich bin jetzt nicht rum. Die beiden müssen sich treffen, sonst läuft da nichts. Hat er doch schon versucht. Er hat sie mal soeben gefragt. Nee, das muss mit Stil ablaufen. Das ist es. So machen wir es. Wie? Mit Liebesbriefen.
Meine Schwester schreibt Buddy keinen Liebesbrief. Das übernehmen wir natürlich. Und jetzt, geschätztes Auditorium, sehen wir uns den Schulterbereich beim Menschen an. Katharina? Ich wollte nur fragen, ob der Täter, der das Skelett zerstört hat, schon gefunden wurde. Noch nicht. Haben Sie die Polizei eingeschaltet? Ich denke nicht, dass das ein Fall für die Polizei ist. Im Übrigen hoffe ich, dass sich der Täter freiwillig stellt. Ah, Herr Dr. Wolfer, Sie sind schon da? Ja, ich habe Hunger. Sie sind ein bisschen früh. Mittag gibt's erst in ein paar Minuten. Das ist leider richtig, Herr Pasulke. Und das ganze Brot ist auch schon weggegessen. Sie haben das ganze Brot aufgegessen? Ach, Unsinn. Der Koch hat mir gesagt, dass er immer das Brot zuerst aus der Küche bringt. Und, sehen Sie Brot? Nee, ich sehe auch keins. Naja, der wird vergessen haben, es rauszustellen. Hat er nicht. Das muss jemand weggenommen haben. Und ich habe einen Hunger. Was gibt's denn heute zu essen? Vielleicht geht's ja auch mal ohne Brot. Denn es heißt doch so schön, in der allerhöchsten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Ja, Ihre Witz in allen Ehren, Herr Pasulke. Aber ein Essen ohne Brot ist für mich keine richtige Mahlzeit. Wo bleibt denn bloß der Koch? Hallo, hallo. Er wird einen Schüler Hunger gehabt haben, genau wie Sie, Dr. Wolfert. Unmögliches Verhalten. Aber einer allein kann doch nicht das ganze Brot essen. Es muss eine ganze Klasse gewesen sein. Die Disziplin an dieser Schule bröckelt von Tag zu Tag mehr ab. Da wird sich eine ganz einfache Erklärung finden lassen. Und wenn Sie wollen, können Sie bei mir eine Dosensuppe haben. Mit Brot. Nein, nein, da lehne ich dankend ab. Wenn ich dich sehe, wird mir ganz warm ums Herz. War vielleicht doch keine so gute Idee. Wieso denn? Kneif jetzt bloß nicht, das ziehen wir durch. Ich meine, Rudi merkt doch, dass das nicht Katharinas Handschrift ist. Wie denn? Außerdem, wenn er misstrauisch wird, wen wird er wohl fragen, ob das ihre Handschrift ist? Katharinas großen Bruder. Bingo. Okay, dann lass mal weiterhören. Ich muss ständig an dich denken und kann deshalb im Unterricht kaum noch aufpassen. So ein Stuss. War's das jetzt? Nein, geht noch weiter. Ich finde dich so toll. Ich würde dich gerne einmal ganz allein treffen. Dein heimlicher Verehrer. Heimlicher Verehrer? Wer sagt denn sowas? Wer Geliebter? Nicht viel besser? Geliebter? So weit kommt's hoffentlich nicht. Stimmt auch wieder. Hast du wenigstens genau beschrieben, wann und wo sie sich treffen? Mehr als deutlich. Geliebte, komm doch am Dienstag um 17 Uhr nach der Schule in Luigis Eisdiele. Ich werde dort ungeduldig auf dich warten. Noch dicker hättest du nicht auftragen können. Ist doch für einen guten Zweck. Okay, dann müssen wir ihn die Dinger nur noch unterjubeln. Ich übernehme Buddy. Und du gehst zu Katharina. Ohne mich. Für dich ist es doch viel leichter. Aber wenn sie mich sieht, riecht sie gleich Lunte. Und woher soll ich wissen, welches Bett Katharina gehört? Sie hat einen Talisman, einen kleinen Fuchs. Der liegt immer bei ihr auf dem Bett. Was ist denn das für eine blöde Beschreibung? Stell dich nicht so an. Du bist doch noch ein Plüschtier kennen. Ich gehe ja schon. Lass dich nicht erwischen und leg den Brief auch so hin, dass sie ihn findet. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Das ist doch der totale Kitt. Ich finde solche Liebesgeschichten toll. Du nicht? Nee. Ich glaube, es muss ein ganz tolles Gefühl sein, verliebt zu sein. Wenn es so toll ist, warum verliebst du dich denn nicht? Weil es nichts bringt, wenn dich der Junge nicht auch in mich verliebt. Du hast es da einfach. Nach dir rührt dich jeder Junge um. Unsinn, du liest so viele Liebesromane. Du weißt, dass ich recht habe. Hier,
Du passt heute noch auf dich auf, tröste dich, wenn du unglücklich bist. Du bringst auch noch Glück. Vielleicht hast du recht. Irgendwann wird schon mein Prinz auf dem weißen Pferd an mir vorbeireiten. Solange du hier im Zimmer abhängst, sicherlich nicht. Wie wär's mit einer Partie Tischtennis? Einverstanden. Hallo? Kannst du mir vielleicht erklären, was das Chaos hier soll? Ich bin der Frage von heute Morgen nochmal nachgegangen. Sie erinnern sich an Ihre Frage? Ah, na jetzt weiß ich wenigstens, wo das Brot von der Mensa geblieben ist. Ich habe bei einer Versuchsreihe herausgefunden, dass Schmalzbrote immer auf die beschmierte Seite fallen. Bei 100 Versuchen ohne Schmalz sind die Brote 55 Mal auf die eine und 45 Mal auf die andere Seite gefallen. Bei Broten mit Schmalz sieht das ganz anders aus. 96 Mal auf die eine und 4 Mal auf die nicht beschmierte Seite. Daraus lässt sich schließen... Dein Forschergeist in allen Ehren. Aber Lebensmittel verschwenden, das finde ich nicht so gut. Tut mir leid, aber anders geht's nicht. Gibt's wirklich keine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen? Ich habe es doch schon längst gelöst. Ach ja? Na dann lass mal hören. Ich denke, es liegt an der Schwerkraft. Deswegen fallen Brote bekanntlich zu Boden, ja. Nicht nur. Schmalz ist bekanntlich schwerer als Brot. Deswegen dreht sich das Brot beim Fallen immer auf die beschmierte Seite. Ich verneige mich vor deinem wissenschaftlichen Talent. Aber steht das Brot jetzt wieder der Allgemeiner zur Verfügung? Es bleibt dabei. Ich trete zurück. Ich kapiere das nicht. Selbst wenn Katharina dich zu Stolberg schleppt, steht immer noch Wort gegen Wort. Ich weiß. Und warum gibst du dann so schnell auf? Ich will Stolberg nicht anlügen. Meine Eltern sollen davon nichts mitbekommen und Frau Petzold soll keinen Ärger bekommen. Es ist schlimm genug, dass ich bis jetzt geschwiegen habe. Aber du hast es doch nicht mit Absicht gemacht. Aber ich habe es gemacht und nur das zählt. Versprichst du mir, dass du noch mal ganz in Ruhe darüber nachdenkst? Ich muss jetzt los. Lass dich von Katharina nicht weichkochen, sonst lässt sie dich nie wieder in Ruhe. Du musst wissen, was du tust. Was ist denn das? Igitt. Ist das Katharina-Schrift? Was steht denn drin? Erzähl ich dir später. Sag schon. Möglich wär's. Sicher? Zu 99%. Danke. Meine Eltern.
Hallo du, wenn ich dich sehe, wird mir ganz warm ums Herz. Ich muss ständig an dich denken und kann deshalb im Unterricht kaum noch aufpassen. Dein heimlicher Verehrer. PS, Geliebte, komm doch um Dienstag um 17 Uhr nach der Schule in Luigis Eisdiele. Lieber Buddy, ich habe es mir überlegt. Eigentlich finde ich dich ganz nett. Wenn du willst, können wir zusammen bei Luigi ein Eis essen gehen. Dienstag um 17 Uhr wäre gut. Ich würde mich sehr freuen. Deine Katja. Ciao, Bello. Hey, Butch. Heute ohne deine Amici? Ich warte auf jemanden. Hey, und? Eine Freundin. Oh, bravissimo. Ich liebe grande amore. Hey, nicht so laut. Muss ja nicht gleich jeder wissen. Hey, bleib du unter uns. Voll ist, ne? Mhm, ist manchmal ganz schön lästig, wenn es so voll ist. Ja. Besonders, wenn man was sehr, sehr Privates zu besprechen hat. Mhm. Kapierst du das? Na klar, du hast Mist gebaut. Hab ich nicht. Und warum ist denn Iris hier nicht meine Schwester? Verstehe ich auch nicht. Du hast gesagt, ich soll den Brief auf das Bett mit dem Fuchs legen. Und das habe ich gemacht. Was machen wir denn jetzt? Kühles Eis für heiße Gefühle. Bitte schön. Bist du eigentlich zufällig hier? Zufällig? Also eigentlich bin ich wegen dir hier. Wegen mir? Der Brief ist doch von dir, oder? Was für ein Brief. Ich glaube, da hat sich jemand einen ganz üblen Scherz mit uns erlaubt. Alles okay? Ich möchte etwas sagen. Es sind zwar noch nicht alle da, aber ihr könnt ja den anderen ruhig Bescheid sagen. Ich wollte bloß sagen, dass ich von meinem Posten als Klassensprecher zurücktreten werde. Was soll das, Nadine? Das kannst du nicht bringen. Ruhe! Seid doch mal still. Ich bin mit Dadins Entscheidung nicht einverstanden. Und ich glaube, dass viele so denken wie ich. Genau. Nadine muss bleiben. 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 Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.